Ich glaube, wir gehen mal kurz zurück. Denn hier können wir speichern, oder? Können wir gar nicht. So, der Scheiß jetzt. Ah, Mementos Übersicht. Alter. Ich glaube, das da unten ist der letzte. Man sieht da unten auch die Ketten hingehen, oder? Nee, ah, okay, die Ketten gehen überall hin. Ja, aber komm, wir gehen zum Eingang. So, könnte man Gebiet 13, Alter. Warte mal, was ist da oben? Versteckt auf diesem Weg. Okay, nichts mehr. Dann sind wir ja fürs Erste hier eigentlich fertig. Wir könnten auch jetzt zum Velvet Room gehen und was fusionieren, aber da habe ich keinen Bock drauf. Gehen wir zurück. 107 Blumen, wenn du weggehst, verschwinden sie. Zur echten Welt zurückkehren. Oh. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal abgehakt. Und sind ein ganzes Stück aufgestiegen, oder? Hätte ich mal behauptet. Hast du diese Meinungsumfrage gesehen? Die Partei von Shido hat unglaublich viele Unterstützer. Die Shido-Welle greift um sich. Ein starker Anführer ist genau das, was wir im Moment brauchen. Bitte verändere dieses Land, Herr Shido. Naja, klar. Nachdem wir den Arsch getreten haben. Stiehl Shidos Herz. Massage. Da denke ich mir immer, weißt du, der kommt von alleine nicht raus. Weil er zu müde ist. Aber die 5 Stunden auf die Kawakami wahrscheinlich, bis sie her ist und alles, kann er warten. Oh ja, geil. Warte mal. So Shido halt auch nicht. Du Arsch. Rotlichtviertel. Da können wir uns aber einen Teufels-Arkana holen. Ja, sorry. Ihr zwei. Wärterin. Ich hab jetzt überlegt, ob ich Twins sage, aber nimm mal einfach Wärterin. Keine Sorge, in der Aufnahme kommt auch noch der. Ich hab vergessen, wie er heißt. Warte mal, machen wir erstmal Fusion. Wir haben auf irgendeinen Scheiß eingesammelt. Sandmann, Magier. Der ist für die Futterbar, den brauche ich. Bugs, kann ich nicht. Alter, was zur Hölle bist denn du? Dionysus. Shit. Ich kann ja die mittlerweile auch fusionieren. Habt ihr ja gesehen, weil ich... Kali. Du schaust aber nicht hübsch aus. Chernobog. Oh, das ist der Typ. Mudon Blutbart. Der ist wirklich... Hä, der ist schwach gegen Licht? Das war er doch gar nicht. Solche Ärsche. Und gegen Feuer. Schwarzer Reiter. Schwarzer Reiter wäre geil. Da könnte ich nämlich eine hohe hochstufige Arcana fusionieren. Chance mit Regen, Schnee senkt Schaden von Angriffen, die Schwächen anvisieren. Hohe Chance, dass verbündete Angriffe von Gegnern mit Statuseffekten meiden. Agadüne. Was hat er? Ausweichen aller Verbündeten. Mehr als doppelter Schaden. Boah, Alter. Nuklear umgehen. Fluchskills. Da wäre eigentlich Feuer umgehen, oder? Ausweichen gegen Feuerskills. Megidola, schwerer Allmachtschaden. Und Hoher Konda. Mach mal das da. Ja komm, mach einfach. Scheiß auf Seth. Ich bin schwarzer Reiter. Ich werde deine Maske und bringe wahres Unheil selbst über den schlimmsten Feind. Ja, wenn es dir Spaß macht. Können wir aber mal was schauen, nämlich fortgeschrittene Fusion. Wo ist er? Trompeter. Da fehlt mir nämlich genau noch schwarzer Reiter. Alter, das Ding schaut übel aus.
Häftlingsregister rufen. 37.000? Einverstanden. Den Skill unerbittlich. Hör den Schaden von Angriffen, die Schwächen des Gegners an. Wir sind um 50%. Napsio. Das Scheiße, was kann der alles machen, ey? Verteidigung aller Verbündeten hoch, Präzision aller Verbündeten. Verhindert Insta-Kill. Megidora. Schwerer Fluchschaden bei allen. Mittlerer Fluchschaden. Schwerer Fluchschaden bei einem. Also da hätten wir Feuer. Fluch. Sollte man eigentlich Mapsio nehmen? Bufo ist halt... Ja, wäre halt irgendwie auch gut. Onikagura interessiert nicht. Verteidigung aller Verbündeten hoch. Schusswaffenboost. Stärk Schusswaffen-Skills um 25. Fluch-Skills um 25. Segen. Brauche ich nicht Werder ab. Mit Ausweichen gegen Feuer-Skills. Schusswaffenboost um 25%. Schusswaffen oder Fluch? Schusswaffen oder Fluch? Schusswaffen. Alter, hau rein, Mann. Alter, ich hab 1.268.000. Was geht ab, ey, hier? Die ganzen Reiter machen wir jetzt platt. Dafür bekommen wir den schwebenden Engelsfuzzi. Ich bin der Trompeter. Der Klang meiner Trompete verheißt Unheil und Tod. Ich werde deine Maske lassen und musizieren. Ja, jetzt mach ich eine Band auf, Mann. Und dann halt gleich mal aufsteigen. Geister, das sieht die Chance, mit Statuseffekten belegt zu werden. Komm, scheiß drauf. Schusswaffen verstärkt. Stärkt Schusswaffen-Skills um 50%. Effekte addieren sich. Alter, ich kann Schusswaffen. Weg damit. Lebenshilfe. Dann generiert nach dem Kampf 8% der maximalen TP und SP. Boah. Ich kann verzweifeln bei allen Gegnern. Scheiß drauf. Ja? Wasuki. Sarosha. Alter, das sind halt die Großen, ne? Michael. Chiyu. Lucifer. Lucifer ist übel. Aber warte mal, wo ist denn jetzt eigentlich die... Wie hat sie geheißen? Die Hure von irgendwas? Ist die da? Nee, Uriel, Raphael, Gabriel. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte eine Persona mitnehmen, ne? Fusion, was haben wir jetzt eigentlich alles noch dabei? Okay, wir haben zwei Dinger Platz. Den haben wir noch. Da können wir Kushinada draus machen. Achso, nee, den brauchen wir. Warte mal, Magier. Fortuna haben wir jetzt zweimal. Asterius. Nee, den behalte ich, der ist cool. Titania brauche ich auch. Gerechtigkeit. Nee, der ist für den Arsch. Kimikala, brauche ich auch nicht. Komm, scheiß drauf. Wir nehmen uns jetzt einfach eine Teufelspersona mit und dann ist die Sache gelaufen. Nach Arcana. Ja? Da, Teufel. Ach komm, nimm mal Lille mit. Die 12.000 reißen es auch nicht raus. Ich will zurück. Lass mich hier raus. Ich habe Angst. Ich will nicht im Gefängnis sein. Warte mal, wo gehe ich hin? Da gehe ich hin. Ab zu Oya. Der Ollen. Komme ich dann automatisch auf 8? Warte mal, wo ist die? Wo ist die? Das ist hier. Oh ja. Da. So, 7,5 da. Rang 8 kommen jetzt dann. Ich habe nämlich nichts dagegen. Bla bla bla. Oh, da bist du ja. Du bist, wirst nicht glauben, wie komisch sich der Chef verhält. Setz dich, dann erzähle ich dir alles. Teufels Lilim wird bald stärker werden. Also setz dich. Erst verringert mein Chef das Pensum, dann entschuldigt er sich. Er macht sich Sorgen um meine Gesundheit. Irgendwie gruselig, wenn ich so drüber nachdenke. Da
Das war noch nicht alles. Er lässt mich auch wieder am Fall von Kaias Verschwinden arbeiten. Er sagte, ich soll alles tun, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Ich glaube, er meint das ehrlich. Ich frage mich, woher dieser plötzliche Sinneswandel kam. Er hat seine Taten überdacht. War es einfach so? Die ganze Sache lief viel zu glatt, kommt mir eben verdächtig vor. Du hast mich doch neulich nach dem Namen vom Chef gefragt, richtig? Hab ich? Kann ich mich nicht erinnern. Ah. Warum bedrängst du ihn so? Willst du ihm endlich an die andere gute Neuigkeit erzählen? Ich weiß jetzt, wo Kaio ist. Das war auch Teil der Entschuldigung meines Chefs. Er hat wohl selbst etwas nachgeforscht, hat wohl die Infos meines Kollegen nachverfolgt und es stellt sich raus, dass sie wirklich lebt. Freut mich zu hören. Das sind unglaubliche Neuigkeiten. Und wo ist sie? In einer Psychiatrie. Deshalb konnte sie sich auch nie bei mir melden. Ich will sie sehr gern besuchen, aber ich hab Angst. Ich habe Angst vor der Wahrheit. Nicht nur vor Kaios Zustand, sondern auch davor, was wirklich damals in dieser Nacht passierte. Ich kann dich begleiten. Hä? Das ist echt nett von dir, aber sie ist in einem Krankenhaus weit draußen auf dem Land. Trotzdem danke, dass du mir den Mut gegeben hast, um das zu machen. Ich werde dich sie besuchen, egal was kommt. Ich ziehe das bis zum Ende durch. Ansonsten will ich nicht mehr Ichigo Oya sein, die rasende Reporterin. Lux, ich bin echt froh, es dir erzählt zu haben. Ohne dich hätte ich mich nie dazu überwunden. Du bist echt viel mehr als nur ein einfacher Oberschüler. Du könntest glatt ein Psychiater oder so sein. Oder ein Phantomdieb. Rang 8. Ach übrigens, das mit meinem Chef hat sich geklärt, aber die Verlagsleitung überwacht mich weiterhin. Ich muss also weiter gute Artikel liefern. Ich darf nicht aufhören, Phantomdiebe Artikel zu liefern. Also hast du heute für mich interessante Infos. Wir haben neulich einen Sinneswandel verpasst. Der könnte ein Chef von der Zeitung sein. Meine Geschichte über die Phantomdiebe begeistern. Mein Charme hat sich erhöht. Leck mich. Ich kann es kaum erwarten, wobei es jetzt sowieso viel zu spät wird. Hier, hast du Zeit zur Heizung, hast du Zeit zum Reden? Danke, dass du mich dazu gebracht hast, Kaio zu besuchen. Ich bin Journalistin. Von jetzt an werde ich immer in der Wahrheit nachjagen. Sei vorsichtig. Ja, ich schätze, man kann nie zu vorsichtig sein. Das Leben steckt voller Überraschungen. Ich komme mit ein paar tollen Geschichten zurück, also treffen wir uns nochmal. Okay, ich lege jetzt auf. Muss für meinen großen Trip. Plan? Packen? Irgendwie so. Samstag, Sonntag können wir mit der Futaba was machen? Achso, ja, die müssen ja da. Noch 2 Wochen bis Weihnachten, hast du schon Pläne? Ich hänge mich vor die Glotze, ich muss die Sondersendung zu Akechi-kun und Shidos ansehen. Zweifel, ich wünschte, ich hätte einen Freund wie Akechi-kun oder einen coolen Vater wie Shido. Okay, also ein Typ, der andere Leute umbringt und Shido, der andere Leute umbringen lässt und versucht das Land fertig zu machen. Alles klar. Die hat ein bisschen kranke Fantasie. Träum weiter, aber ich kann dich gut verstehen. Shido als Vater haben, allein der Gedanke macht mich krank. Wer will denn einen Vater haben, der das Leben anderer Leute aus Eigennutz zerstört? Was würde mit diesem Land geschehen, wenn so jemand Premierminister wird? Wir dürfen ihn nicht gewinnen lassen, was auch passiert. Du kommst damit niemals durch, Shido. Und andere denken langsam, ihr seid alle verrückt, die wohl im Zug sind, weil die alle miteinander sie mit sich selbst reden so viel. Ja, nur die Ruhe. Wer schreibt? Wie lange haben wir noch? 8 Tage. Korohara, Ryuchi. Am 12. hat sie gesagt, können wir es abholen, ne? Ah, okay, ist hier noch ein paar Tage. Aha. Jetzt hat. Seidenstraße. Wo ist sie denn? Futaba Sakura. Geht schon. Zeit, oder? Ich muss mit dir unbedingt über etwas reden. Das wäre spitze, wenn du für mich Zeit hast. Ja, komm schon. Okay, geh mir auf dein Zimmer. Auf meins? Was ist denn jetzt bei mir? Ich habe Kanat schon eine E-Mail geschrieben. Und sie hat tatsächlich geantwortet. Wir haben sogar telefoniert und über die Grundschule geredet. Sie sagt, sie ist wegen dem Tagebuch nur wütend geworden, weil sie sich geschämt hat. Sie dachte, ich würde sie hassen, wenn ich ihr Geheimnis kenne. Also ist sie davon gelaufen. Wir sind uns wohl doch ziemlich ähnlich. Kurz gesagt, wir haben uns versöhnt. Ich habe mich endlich bei ihr entschuldigt. Das ist ja unglaublich. Wirklich? Es wundert mich, dass du so mitfieberst, aber es freut mich. Jedenfalls ist es zu weit, um einander zu besuchen, deswegen melden wir jetzt regelmäßig. Wir haben uns sogar gegenseitig etwas versprochen, nächstes Jahr an die Oberschule zu gehen. Weißt du, früher hätte ich sie unmöglich anrufen und mich entschuldigen können.
Da konnte ich nur wegen dir rennen. Du hast dich auch reingehängt. Ja, da hast du wohl recht, aber es ist, dich sagen zu hören, ist irgendwie peinlich. Ach übrigens, Kanachan war total überrascht, dass die Phantom, die wir ihre Bitte erfüllt haben. Aber sie wird nie die Wahrheit erfahren. Muhahaha. Ich habe das Vorhaben endlich verwirklicht, mich mit Kanachan verstehen. Es ist echt wichtig, also sage ich es nochmal. Danke, Ren. Warte mal, das habe ich ja noch gar nicht gesagt. Dann muss ich es eben jetzt noch einmal sagen. Danke, Ren, wirklich. Ich spüre von Futterbein eine starke Bindung des Vertrauens ausgehen. Zimmer auf 8, Mann. Ja, zwei Dinger hier noch. Zwei mit der Oya. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Ich habe ja gerade ein uraltes Vorhaben verwirklicht. Also, kannst du mir den Kopf tätscheln? Das hat meine Mutter immer gemacht, um mich zu loben. Einfach tätschel, tätschel. Kannst du das machen? Achso, ist egal. Von mir aus. Okay, dann mal los. Das war ganz anders, als wenn meine Mutter das gemacht hat. Mein Herz, mein Gesicht, das fühlt sich an, als würde sie brennen. Komm, ich beruhig dich, Futterbar. Puh, dieser seltsame Ausbruch ist wohl endlich vorbei. Mein Herz schlägt zwar noch wie wild, aber mir geht's gut. Entschuldige die Aufregung. Mir ist gerade eingefallen, ein Vorhaben muss ich noch einlösen. Ohne dich klarkommen. Ist das wirklich möglich? Ach, das finde ich anders heraus. Peace! Ich habe Futterbar nach Hause begleitet. Hey, Ren, danke, dass du dir das heute alles angehört hast. Also, ich habe viel Spaß dabei, mit Kanachan per Internet zu reden. Wir unterhalten uns jetzt ständig über den darüber, was wir tun, wie unser Tag läuft. Kanachan meine Seele geweint, als ich sie kontaktiert habe. Da musste ich auch ein bisschen weinen. Und jetzt verstehe ich mich mit Kanachan. Ich bin so froh, dass ich diese Vorhaben umgesetzt habe. Willst du noch einen Klaps? Was? Leck mich nicht so, ich könnte wieder ausflippen. Jedenfalls bleibt nur noch Ziel. Das ist ein... Nur noch ein Ziel. Das ist, als würde ich mich dem Endboss stellen. Sobald ich das geschafft habe, ist das Spiel vorbei. Hoffentlich bleibst du bis dahin bei mir, Ren. Okay, bis später. Kein Problem. Ich weiß, es ist... Wir haben eigentlich Story, was wir machen können, aber... Bis zum Ende will ich halt das alles durchziehen. Es ist niemand hier. Es regnet, ne? Ach, hier, Arschgeigen. Komm, wir gehen ins Bett. Warte mal, können wir Curry machen? Kühlschrank ist die Reste ruhig auf. Gedunktes Katsusando. Na, kochen wir eben mal ein anderes Mal Curry. Verdammt. Aber ich kann Kaffee kochen, oder? Ich koche Kaffee. Weil ich kann die Kawakami auch anrufen, ne? Der Rest, warum kümmerst du dich also nicht um etwas anderes? Okay, ich geh ins Bett. Hat mir gefallen gewesen, wartest du, bis sie damit fertig ist? Auf Kamakami warten. Ja, war jetzt eigentlich Schwachsinn, hätte ich auch selber machen können. Danke für die Gold, bitteschön. Leblanc Kaffee. War eigentlich jetzt totaler Schwachsinn, sie zu holen. Das war eher Zeitverschwendung für sie, anstatt... Warte, warum ist die Futterbar nicht da? Was soll der Scheiß? Es ist ja niemand da. Ja, schön. Dann müssten wir eigentlich in... Dann könnte man ja jetzt eigentlich einen Palast in Angriff nehmen, ne? Früher als gedacht, aber wir können in Angriff nehmen. Okay, dann gibt's noch eine kurze Pause. Ich hol mir noch einen Kaffee. Abends um kurz vor 11. 10. Scheiß drauf. Bis gleich. So, Ladies. Ich hätte mal schwer behauptet. Wir gehen jetzt in Shidos Palast. Wir müssen ihn aufhalten. Ja, ja, ist schon klar. Palast sind für viel. Wir haben Mendos abgeklappert, haben die letzten drei Fuzzis, die wir erledigen mussten, gemacht. Und jetzt reißt mein Shido keinen Arsch auf. Wir haben einige Level wieder gut gemacht.
Kapitän. Keine Sorge, ich, da wäre auch nie müde. Achterdeck. Das Einzige, was mich nervt, ich weiß nicht. Prozak. Wo ich die Samen finden kann. Da ist noch eine Treppe nach oben. Da hätte was sein können, ne? Da ist noch was verschlossen. Okay, da oben der Raum schaut auch noch aus. Ach halt, warte, der Raum ist ja nach der Tür mit dem Dick, ne? Okay. Oh. Ich geb dich in den Unterhaltungssaal. Hätten wir noch was zum Einkassieren? Was ist mit dir, Alte? Der Mann hat so viele Tattoos und er hat sich auch so vulgär verhalten. Aber wenn er auf dem Schiff ist, akzeptiert Shido ihn wohl. Scheint er säuberer zu sein, oder? Ich muss ihn im Unterhaltungssaal übertrieben. Ich kümmere mich ein wenig ab. Wir können es ja später immer noch machen. Und dann müssen wir die Gegner ja auch nicht kalt machen. Weil fast hätte ich es übersehen. Kauchende Seele. Jo, sofort stehen bleiben. Ich rede mit euch, kommt mal her. Warte, meint er etwa uns? Er sieht total gefährlich aus, ich halte mich lieber raus, auch wenn er nur ein Kognitionsding ist. Was brabbelt ihr Pisser da? Ich habe gehört, ihr habt ein ziemliches Chaos veranstaltet. Wir machen kein Chaos, versprochen. Wer bist du überhaupt? Ich stelle hier die Fragen und jetzt trinkt Salzwasser und denkt über eure Sünden nach. Ich überlasse das euch, Leute. Diese kleine Pisser sind meine Zeit nicht wert. Salzwasser soll das heißen? Boah, jetzt warte aber mal. Vorsicht, sie kommt. Ja, was kann das schon sein? Oh. Ja, was können wir denn da machen gegen den? War das das? Scheiße, oder war es Licht? Machen wir mal das. Ha. Agidine. Wow, da greifst du die an? Müssen wir durchschauen, was wir machen können hier. Ufo-Düne. Was? Oh, Glück gehabt. Ihr kleinen Mistkerle. Wie halt so ein Feuerding beides kann. Na, warte. Na, warte. Wir hatten doch irgendein Lichti. Hey, Lichti. Wer ist der Lichti? Oh, scheiße. Ich hab kein Lichti mehr, ne? Wir müssen dann später nochmal zurück und irgendein Lichtfuzzi machen. Ist auch keine Schwäche. Können die auf seine Schwachstelle zielen? Zio-Düne. Was, das setzt da auch ein? So ein Sack. Die halten ganz schön was aus, ne? Und geben halt fast nichts, die elenden Mistkerl. Wir haben gewonnen. Das war nicht lustig, verdammt. Die haben versucht, uns umzubringen. Vielleicht, weil wir im Restaurant am Pool eine Szene gemacht haben. Jemand muss aufräumen. Moment mal, aufräumen? Oh, deswegen nennen sie ihn den Säuberer, weil er jeden Ärger aufwischt, der sich zeigt. Da müssen wir ja ziemlich leicht zu finden. Der müsste ja ziemlich leicht zu finden sein. Wir müssen nur für ein wenig Aufruhr sorgen. Macht es das auch schwerer, die übrigen Empfehlungsschreiben zu finden? Heben wir ein bisschen zum Schluss auf und legen erst schnell die anderen beiden. Dann sollte unser nächstes Ziel der TV-Boss im Unterhaltungssaal da vorne sein. Gehen wir, Joker. Warte mal, da hinten war das da. So ging's bloß hoch, okay. Hey, das sind so Flaschenboys, oder doch nicht? Na, fuck. Ich wollte dann eigentlich mit dem Ender haken. Na gut, dann halt nicht.
Scheiße, was bist denn du? Das ist bloß die Frage, was hat das Ding für eine Schwäche? Mabufu-Düne. Oh oh. An, weich aus. Okay, wir müssen dann killen, bevor er das einsetzen kann. Showtime. Wir wissen immer noch nicht, was der für eine Schwäche hat. Das ist viel. Komm halt aus dem hergekommen, ne? Das ist bestimmt. Ja, dachte ich mir doch. Boah, da hinten ist ein starker. Boah, du Mistvieh. Okay. Gegenstand. Haben wir irgendwas, was Eile heilt? Lebenstein. Alle TP eines Verbündeten wieder her. Komm her, Penner. Hier reißt mein Arsch auf. Oh. Spürnase ab. Fluchresistenz aufgedeckt. Ja, das hätte ich mir selber auch beantworten können. Toll, danke. Scheiße. Das da? Boah, fuck. Oh, Gott sei Dank, meine Bock dasselbe Blutbad. Karakusha. War das scheiß Ding doch zweimal. Alle Statusminus aller Verbündeten auf. Was? Ist das so Statusminus? Ach so. Verteidigung erhöhen. Alter, der alten traue ich nicht. Wow. Geschwärzte Furie aufgeladen. Die Wut von geschwärzte Furie. Oh, scheiße. Magische Angriff verursacht für einen Verbündeten mehr als die doppelte Menge Schaden. Psycho. Alter, wirklich? Hopp, Knie nieder, Bitch. Yes. Warte, warum kann ich mit dem Ding nicht reden? Oh, fuck. Übergabe. Joke. Nein! Ah, shit. Das war nicht so gedacht. Ich werde das ab, Feuer wehrt sie ab, das wehrt sie ab. Es gibt bloß noch Licht, Garo und Matsudine. Gruppe, wir nehmen mal einen Joker, einen Yuji mit. Auch nicht. Oh, jetzt ist sie dran. Jetzt geht's rund. Alter! Ja, aber. Ja, das Ding stirbt eh nicht dabei. Alter, das Ding ist voll übel, ey. Oh, die Anne ist bloß nicht verreckt, weil sie dieses ein Leben-Ding hat, ne? Heil uns! Heil uns!
Wow. Gibt's ja eigentlich bloß sogar eine Düne, ne? Es ist Licht. Oh Gott sei Dank. Joker. Es ist ja bloß nur Licht, ne? Die hat keine Abwehr, die hat keine Schwäche. Außer Licht. Mach mal das da. Okay, das Viech ist übel. Alter, warte, das war ja auch ein starker Gegner, ne? Fällt mir gerade so ein. Alter, das Ding hat fast genauso viel Erfahrungspunkte gegeben. Lebt ein gefallener Verbündeter mit allen TP. Angriff aller Gegner erhöht den Angriff aller Verbündeten. Schwerer Angriff bei einem, schwerer Schaden bei allen. Weil ja die einmal Insta-Kill für alle Verbündeten verhindert, das wäre schon gut, ne? Dafür habe ich die an eigentlich, ne? Petrascha. Das würde ich gern behalten. Aber belebt einen gefallenen Verbündeten ist halt geil. Bufodüne habe ich nur einmal. Dafür habe ich die Ding. Drei Runden lang den Angriff aller Verbündeten. Komm weg damit. Habe ich jetzt ungern gemacht, aber. Meta-Universum wurden wiederhergestellt. Oh. Strafende Peitsche. Warte mal, ist es dann da hinten wieder da? Nee, oben war was.